Im ersten Teil des nächtlichen Abenteuers erfuhr Fanny, dass sie 3 Orientierungspunkte erreichen musste und dafür 2 Joker zur Verfügung hatte. Zu Beginn erhielt sie eine Tasche mit einem Kartenausschnitt, einem Kompass, Papier und einem 6B-Bleistift. Schon bald bemerkte sie, wie anspruchsvoll es ist, sich bei Nacht im Wald ohne elektronische Hilfsmittel zurechtzufinden. Nicht unbedingt das erste Mal, dass ich im Wald bin, aber ich war halt noch nie in der Nacht im Wald. Nach mehreren Stunden stellte sie sich die Frage, ob es an der Zeit war, den ersten Joker einzusetzen. Ich überlege gerade. Auf der einen Seite irgendwie will ich... Weiß ich halt, dass ich irgendwie echt ein bisschen verloren bin. Doch ein vorschneller Einsatz könnte ihr Ziel gefährden. Sollte der Morgen anbrechen, bevor sie die 3 Punkte gefunden hat, gilt die Herausforderung als gescheitert. Oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Die Verzweiflung! Aber wir sitzen hier fast schon eine halbe Stunde jetzt, ne? Ja, nee, ich muss gucken. Ich muss gucken, weil ich habe echt gar keinen Plan, ob ich irgendwie total auf dem Holzweg bin oder ob ich richtig bin. Ich glaube, ich muss einmal gucken für meinen Kopf. Okay. Damit ich irgendwie weiß, macht es Sinn, meine Gedanken, die ich bisher hatte, oder bin ich völlig falsch? Ja, werde ich hier nie wieder rauskommen. Ja. Also du willst gucken? Ja, ich will mal gucken. Okay. Ich muss mal gucken, ja. Ja. Weil sonst werde ich hier nicht grün. Wie lange darf ich gucken? 30 Sekunden darfst du gucken. Sie will die Aufklärung nutzen, heißt einmal ihren Standort bestimmen. Sie darf 30 Sekunden dafür auf das GPS gucken, sieht ihren Startpunkt, den Zielpunkt, das Wegenetz. Entsprechend kann sie sich dann neu orientieren und einrichten. Ein Tipp ist, du hast einen Stift. Dann kannst du schlaue Dinge tun, eventuell. Ab jetzt. Zeit. Hälfte der Zeit ist rum. Scheiße, oh Gott, unter Stress kann ich ja gar nicht. 10 Sekunden. Das war's. Oh shit. Das war viel zu kurz, scheiße. Es war so ein Stück da, wo wir sind. Oh Mann, das ging viel zu schnell. Scheiße. Ich bin verloren. Oh shit, das war ja so mega kurz, ey. Jetzt bin ich... Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich gut war. Ich muss mich mal hinstellen. Wenn ich auf diesem Weg bin, ja, dann kriege ich's hin. Warum sitzen ist keine Alternative? Sagte sie und nach weinte los. Einer Stunde sitzen. Okay. Wir gehen da lang. Let's go. In die Dunkelheit. Wer hätte es gedacht? Wir sind hier an einer Wegekreuzung angekommen. Luftfeuchtigkeit ist wahnsinnig hoch. Wie ihr seht, also wir sind hier wirklich 80-90% wahrscheinlich, bald 100. Wir können bald uns nur noch in Schwimmbewegungen voran bewegen. Und hier hinten, Fanny, hast du Spaß? Ich hab Spaß. Weißt du, wo du bist? Ich würde schon sagen, das hier ist nicht unser Weg. Ich glaube, wir brauchen noch mal so eine Wegekreuzung, wie hier der Weg ist. So einen breiten, so einen richtigen. Okay. Im Notfall laufen wir noch mal zurück. Ja. Da bin ich ganz trocken. Wenn dir kalt wird, ich habe noch eine zusätzliche Isolationsjacke zum Unterziehen dabei. Ich habe auch noch einen dicken Pulli dabei. Hast noch was? Okay, super. Das ist wirklich ganz anders. Wie, es kommt dir nicht so lange vor? Was meinst du? Dass die schon so lange unterwegs sind und auch, dass wir jetzt so lange gesessen sind, kommt mir überhaupt nicht so vor. Ja. Also, dass wir jetzt da keine 5 Minuten oder 10 Minuten haben, sind das schon. Sowas habe ich zu wollen. So ein Weg will ich. So ein Weg willst du? Ja, das müsste mein Weg sein. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Weil wenn das der richtige Weg ist, ja, müssen wir jetzt hier so hoch lang. Ja. Und dann müssten wir eigentlich da sein. Okay. Eigentlich. Eigentlich. Ja, let's do it. Ich kann den auskennen. Deswegen laufen wir wie so kleine langsame Mäuse. Und weil ich da eine Stunde rumgesessen war in meiner Verzweiflung. Ja. Auch mir aber überhaupt nicht wie eine Stunde vor. Sondern eher so, okay, vielleicht 30 Minuten. Ja, okay.
aber... Ein ganz rauer Geruch. So ein bisschen würzig. Irgendwo ist ein Viech in der Nähe, ja. Den greife ich nicht an. Ja, vom Wildschwein habe ich schon wegen Respekt, ne? Safe. Muss ich sagen. Absolut. Also da habe ich echt gar keinen Bock, irgendwie mit denen Stress zu machen. Aber ich glaube nicht, dass diese Weg hier interessant für uns ist. Nee. Ach so? Weil eigentlich müsste bei dem Weg, wo ich jetzt dachte, wo wir sein werden. Ja. Nein! Oh mein Gott! Ach, die Karten ist schmutzig. Ja, das wird es jetzt rausreißen bei der Karten. Hätten wir eigentlich nur so geradeaus laufen müssen. Ja. Aber wir laufen jetzt vom Gefühl immer so gebogen. Okay. Und mein Weg, den ich für, der eigentlich der richtige ist und den ich für richtig brauche, ist nicht gebogen, sondern der ist gerade. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hochlaufen. Ja. Wieder zurücklaufen. Wir sind jetzt seit wie vielen Stunden unterwegs ungefähr? Ah, wer zählt schon? Wir haben jetzt ungefähr, ja, 4 Stunden. Also ist auf jeden Fall spannend. Wir sind schon ein ganzes Stück unterwegs. Wenn du in die richtige Richtung läufst, dann haben wir den ersten Punkt bald. Aber... Du musst ja mal unauffällig mit dem Kopf so nicken. Es ist dunkel, du würdest es nicht sehen. Du könntest mir ja vorher so ein Zeichen geben. Okay. Check. Naja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall eine schöne, lange Wanderung. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie den Karsten schon. Was? Welch Überraschungskontent. Ob das jetzt der ja. Weg ist, wo ich weiter nach rechts komme, wo ich hin muss. Wir sind jetzt zurückgelaufen zur letzten. Genau, wir sind jetzt hochgelaufen und ich bilde mir aber ein, dass wir, als wir hier runtergelaufen sind, ja. dass es zweimal Abzweigungen nach rechts gab. Okay. Eben die und eine weiter oben. Ich muss auf jeden Fall weiter nach rechts. Links bin ich auf jeden Fall falsch. Laut dieser wunderschönen Karte habe ich gedacht, ich laufe jetzt einfach geradeaus und das Ding hat sich erledigt. Ha, hat's aber nicht. Ey, das ist der erste Punkt und ich bin schon völlig... Ey, völlig Matsche und bitte helfen Sie mir. Also wirklich. Ich meine, ich kann es nur auf gut Glück versuchen. Ja. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt angekommen. Eigentlich, ich hatte doch schon eigentlich die Hälfte. Es ist eigentlich nicht weit. Es ist wirklich nicht weit. Ja. Muss ich nochmal gucken. Aber ich muss auf jeden Fall hier rechts rein. Und ich ja. muss ja nach vorne. Ja. Deswegen, let's go. Okay. Machen wir. Im besten Fall laufen wir wieder zurück. Yeah. It's a beautiful one. Aber du hast dein anfängliches Tief so ein bisschen überwunden, oder? Also vorhin warst du schon ganz schön down, jetzt wirkst ja, du gerade euphorisch. Aber das ist ja hier auch ein guter Weg. Oder ist es ist es Wahnsinn, was nee, du sich Wahnsinn, da breit macht? Der kommt noch. Richtig gruselig. Okay. Nee, es hat mir geholfen, tatsächlich, ein bisschen kenne ich ja mein Brain, ja. dass ich grundsätzlich nicht falsch war. Okay. Dass ich dieses Stück hier, ja. obwohl ich absolut keinen Plan hatte, was ich mache, ja. absolut gar kein Minus Null, trotzdem gut war. Okay. So, für jemanden, der keinen Plan hat, das ist gut. Ja, ja, super. Und das hat mir wieder ein bisschen... Du machst das sehr gut. Energie. Gegeben. Kannst stolz auf dich sein. Wenn das jetzt der richtige Weg ist, weil der schaut eigentlich auch nach einem guten Weg aus. Ja. Dann sollte das vielleicht hier mal Geschichte sein. Punkt 1. Oh Scheiße. Aber du denkst ja, es ist der schwerste Punkt also. Also ich denke nicht, das ist der schwerste Punkt. Ich denke, es ist von der Orientierung am schwersten. Okay. Also ich hoffe es. Also wenn jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, ein Holzstück kommt, wo ich selber drehen muss, dann ist wirklich vorbei. Also dann muss ich meine Mama anrufen und sagen, wo hängt das ab. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, woran du erkennst, dass du angekommen bist? Ich habe irgendwie gehofft, dass dann irgendwie jemand so im Hintergrund kurz mal räuspert oder so. Nee, das kann ich nicht machen.
Nicht, dass ich jetzt zu weit laufe, meinst du, dass ich jetzt wieder falsch laufe? Könnte ja alles passieren. Ich meine, es geht ja halt ziemlich bergab, ziemlich steil bergab. Das ist ein richtiger, fast schon Berg, könnte man sagen. Eigentlich war die seitliche Strecke, wo ich vorhin gelaufen bin, war eigentlich nicht so lang. Ja. Alles, was wir jetzt laufen, ist eigentlich viel länger. Aber eigentlich laut vom Kartenfeeling dürfte es nicht so viel länger sein. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber in meinem Kopf macht's. In deinem Kopf macht es das Kartenfeeling. Also, könnte vielleicht. Aber ich muss ja auch an der Abzweigung sein. Also die Frage war, woran erkennst du, wann du ankommst? Das musst du rausfinden, woran du das erkennst. Ich muss dann auch wieder an der Kreuzung sein. Bin ich vielleicht schon an einer Kreuzung vorbeigelaufen, wo ich hätte sein müssen? Ich weiß es nicht. Du weißt es ganz genau und das ist ja schon mehr dran. Oh shit, jetzt wo du es sagst. Oh Mann, ich hätte einfach dieses Navi laufen sollen. 20 Minuten rennen und das Ding wäre erledigt gewesen. Wirklich, ich war hier. Bist du noch ein Joker für den ersten Punkt opfern? Oh Mann, weil ich war hier und das waren echt nicht viele Meter eigentlich. Ja. Und dann sind wir hier gelaufen, das waren auch nicht viele Meter. Ich glaube, du machst dich jetzt aber gerade ein bisschen zu verrückt. Das hast du nur dir überlegen. Ich bin mir. Ja, ich hätte halt gedacht, dass ich weiß, wenn ich angekommen bin, wenn ich an so einer Kreuzung wieder bin, wo so drei irgendwie weggehen. Ja, super. Ja, dann weißt du es doch. Dann guckst halt mal, ob eine kommt. Weil anders lässt sich ja nicht herausfinden. Nein, hier gibt es ja nur zwei so Dinge, aber ich habe gar keinen Bock, den Steinberg hier wieder hochlaufen. Der ist echt brutal. Also hier geht's halt wirklich in die Hölle runter. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr steiler Berg und ein sehr langer. Also wenn wir den jetzt fälschlicherweise runterlaufen, müssen wir den natürlich wieder hoch. Ach. Hat ja niemand gesagt, dass der falsche ist. Die Frage war nur, dass du halt... Ja, aber das ist so ein Günther Jauch-Moment, das verunsichert mich. Willst du mir unterstellen, dass ich hier irgendwie zersetzen möchte? Du verunsicherst mich. Verunsichern. Du willst in mein Brain rein. Ich will in dein Brain rein. Aber das sind ja so Psychospielchen. Ah, okay. In der Nacht, bei Vollmond, gefährlich. Ja, tief im Wald. Gehst du eigentlich immer mit fremden Leuten tief im Wald? Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was meine Mutter mir gesagt hat, was ich machen soll. Ja, einfach irgendwie mit irgendwelchen Fremden. Männern hier nachts im Wald, wo ich mich null auskenne. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Auf diesen Weg jetzt hier. Der andere war vorhin der hier. Ja. Dann könnte das quasi jetzt dieser komische Nebenweg sein. Ja. Und da müsste hier jetzt eigentlich das Ziel kommen. Okay. Wenn das nicht so ist. Heißt, der nächste Indikator wäre, dass jetzt gleich nochmal so ein Weg hier kommt. Da müsste nochmal irgendwie so eine Abspaltung kommen. Krass. Wenn ich dann... Dann weine ich, leg mich hier auf den Boden und dann... Dann laufen wir den Berg wieder hoch. Dann ist auch okay für heute so. Mir reichen die 4 Stunden. Okay, war schön. Danke. Ich fahr wieder rein. Ja, dann schauen wir halt mal, wie das hier weitergeht. Du darfst natürlich jederzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr, gell? Also wenn du sagst, ist nicht, dann ist das okay. Ich will das schaffen. Ja. Also ich habe schon Bock und Motivation. Aber es ist echt viel, oh mein Gott, viel schwerer als gedacht. Also ich dachte schon, dass es schwierig wird. Aber es ist nochmal, also es ist wirklich, es ist so dunkel. Und ja, bevor ich aufgebe, werden auf jeden Fall noch, der letzte Joker wird auf jeden Fall verballert. Also so schnell geht hier gar nichts. Mhm. Und dann schauen wir mal. Aber jetzt wird erstmal hier noch durchgezogen. Und solange der Joker noch da ist, steht auch kein Aufgeben im Raum. So nämlich. Roger that. So nämlich. Hier wird marschiert. Deine Taschenlampe blinkt, heißt das, dass der Akku bald leer ist. Aber könnte das jetzt vielleicht der Weg sein, wo ich vorhin dachte, dass das der ist? War da oben ein Weg? Sind wir da gerade? Wir hatten oben einen, der hochging, auf der rechten Seite. Was ist, wenn ich sage, das ist der Punkt und er ist es nicht? Dann sage ich nö. Und wenn ich sage, es ist der Punkt und er ist es? Dann sage ich ja. Okay, ich sage, das ist der Punkt. Herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Punkt gefunden. Cool, nach 4 Stunden. Check, Adi, check. War einfach, oder? Ja, easy. Easy.
Also ich habe es auch extra ein bisschen. Ja. Ich kann ja da nicht einfach hier so lang marschieren. Ja. Wir brauchen ja auch ein bisschen, ne? Genau, wegen dem also Content hast du es ein bisschen die Länge gezogen. Auch für die Zuschauer ein bisschen so. War ganz einfach. Dann machen wir jetzt erstmal eine kurze Rast. Yes. 10 Minuten Pause. Wir liegen gut in der Zeit, wir können uns das jetzt mal gönnen. Wir sind am ersten Punkt und jetzt wird der Schwierigkeitsgrad angehoben. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal, wie das läuft. So, geschafft. Du hast deinen ersten Punkt erreicht. Nach, ich weiß nicht, viereinhalb Stunden circa. Nee, alles in Ordnung. Gut gemacht. Ich bin nur 10, 20 Mal verzweifelt. Passt schon. Kein Zeitlimit, außer der nächste Morgen. Du kannst ja noch alles aufholen. Du hast jetzt noch. Jetzt wird gerannt. Ja, du hast noch 6-7 Stunden. Ach, Nacht. Scheiße. Okay. Wie fühlst du dich? Gut, also wirklich gut. Ich habe noch Energie. Ich bin auch noch nicht so müde. Ich habe auch noch nicht wirklich Appetit oder so. Ich habe Bock. Ich hoffe, dass es jetzt von der Navigation einfacher wird. Das okay. ist jetzt so meine Hoffnung. Deine Hoffnung, okay. So noch 4 Stunden. Ja. Kommen wir zur nächsten Technik orientieren. Das hier ist eine Karte. Ja? Und ich werde dir gleich darauf deinen Standort zeigen. Okay. Und dann werde ich dir deinen Zielpunkt zeigen. Okay. Und dann hast du 15 Minuten Zeit, dir eine Wegeskizze anzufertigen. Ah, okay. Dann werde ich dir diese Karte wieder wegnehmen und dann wirst du mit dieser Skizze versuchen, den nächsten Punkt zu erreichen. Oh Gott, es wird noch schlimmer. Ich dachte, es wird besser. Jetzt hier mein Stift. Ich jetzt so oft gesagt habe, ich verliere ihn, habe ich ihn jetzt nicht verloren. Ich habe doch eigentlich hier nicht viel drin. Ja. Wenn du keinen Stift hast, musst du dir das merken. Oh nee, ich habe den jetzt nicht verloren. Hast du wirklich den Stift verloren? Nee, ich habe den nicht verloren. 6B-Bleistift, sehr wertvoll. Ha, sage ich doch, ich habe ihn nicht verloren. So, wir hier Fragen. Warum hast du mich? Warum bist du so grausam? Ich dachte, ich kriege jetzt so einen Computer. Ich dachte, wir laufen jetzt nach GPS weiter. Hätte mir gut gefallen. Hätte dir gut gefallen. Aber ja. Oh Gott, ich sehe mich morgen früh immer noch hier in dem Wald. Okay, also ich muss es jetzt irgendwie abzeichnen, dass es Sinn ergibt. Du musst jetzt einen Plan zeichnen, nach dem du laufen kannst. Hier kommt das Thema Auffanglinien auch zu tragen. Tief richtig gemacht. Sag, da muss ich abbiegen zum Beispiel. Du sagst, da muss ich abbiegen, weil da ist das oder da ist ein Bach zum Beispiel. Ne? Wenn du sagst, da ist ein Bach und da muss ich lang, dann das ist eine Auffanglinie. Es ist 23.29 Uhr. Du hast jetzt bis 23.44 Uhr Zeit, dir eine schöne Karte zu zahlen. 15 Minuten ist nicht kurz. Okay. Und dann gutes Gelingen. Okay. Alles klar? Ja, ich überlege nur gerade schon am besten, wie ich laufe. Ja, das wäre gut. Du hast noch 2 Minuten, zeichne dir das ordentlich nach unten den Weg hin. Hier muss ich hin. Hier ist mein Ziel. Aber das wird dann auch wieder so. Letzte Minute läuft. Ja, gleich. So, und Karte weg. Ablegen, Stift weglegen. Meine wunderschöne Karte. Und jetzt ist mir gerade echt kalt. Dieses Sitzen ist echt nicht gut. Da geht so schnell diese feuchte Kälte in einen rein. Ist nicht geil. Aber gut. Ich habe mir jetzt, an sich hatte ich 2 Wege zur Option. Und ich habe mich jetzt einfach aus dem Bauch raus für den Weg entschieden, auf dem ich mich eh schon befinde. Und ich darf nur eigentlich die Abzweigung nicht verpassen. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass der Weg, auf dem wir schon sind, mir Glück bringt. Einfache Entscheidung aus dem Bauch heraus. Wir werden sehen.
das dein gestrichelter Weg? Das frage ich mich auch gerade, weil eigentlich war nur einer auf der Karte eingezeichnet. Okay. Weil ich will nicht zu weit eigentlich laufen. Ja. Dass wir nicht in diese Schlucht da reinkommen, was du gesagt hast. Ja. Da habe ich jetzt im Dunkeln nicht so Bock drauf. Nicht? Im Hellen ist die vielleicht schön, aber... Die ist super. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das im Dunkeln so brauche oder ob es mich da mault. Und eigentlich ist auch der Weg kürzer, wenn wir nicht durch die Schlucht laufen, weil sonst müssen wir einmal durch die Schlucht und dann müssen wir quasi in die Kurve wieder zurück. Ja. Und dann sind wir da, wo mein gestrichelter Weg, ja, was hoffentlich der hier ist, uns direkt hinführt. Okay. Aber es gab nur einen und ich kann halt die Entfernung gar nicht abschätzen. Ich bin jetzt auch einen Schritt schneller gelaufen als vorhin. Du führst ja mich. Du musst mir sagen, wo lang ich muss. Können wir das nicht jetzt mal tauschen irgendwie? Runde 2 oder so? Nee. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wilder Take hier, ja. Aber es ist... Bitte. Ja. Ja, hey, wenn du... Ich glaub dir das, wenn du sagst, das ist der Weg. Ich sag nicht, dass das der Weg ist, aber es ist voll ein Weg, wie ich drauf. Du bist ja der Profi und du führst uns. Du führst uns dahin, wo wir müssen. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher. Warum denn? Ich erkenne hier doch ganz klar einen Weg. Also. Das ist kein richtiger Weg, oder? Denkst du? Das ist kein Weg. Ich glaube, wir dürfen das gleich wieder alles zurücklaufen. Schon wieder los. Zurücklauf. Ja. Dann ist es doch überhaupt kein Bild. Also ich bin noch kein Gekrittel. Ich weiß nicht. Hier sind 1,60 Meter hohe Gräser. Nee, wir laufen wieder zurück. Das ist nicht das, was ich will. Ich brauche schon so einen Nebenweg, aber ich glaube, der ist es nicht. Ich glaube, der ist es nicht. Auf der Karte ist es so einfach auch wieder. Ach, da ist ein Zaun hinterher. Da ist ein Zaun. War der gerade schon da? War der gerade schon da? Scheiße. Was ist los? Bin ich mal kurz verwirrt, war der gerade schon so nah da? Habe ich den nicht erinnert? Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, jetzt stecken wir hier für immer fest. Sind wir von da gekommen? Scheiße. Hey, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich jetzt verlaufe hier. Nee, hier war doch nicht so ein Riesenbaum, oder? Oh, weil es halt auch so dunkel ist, man sieht halt auch nichts. Lass noch mal in die andere Richtung gucken. Sind wir falsch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Warte mal, der Mond. Können wir weiter üben? Sind wir weiter von. Von dem hier nicht hin? Kannst du weit üben? Das geht echt schnell im Dunkeln, ne? Im Helm wäre das echt nicht so das Thema. Aber man ist halt um dich rum echt nicht viel wahr. Was halt bei der Orientierung wirklich ein Nachteil ist, ne? So, wir laufen jetzt den ersten falschen Strichelweg, wie ich ihn nenne, wieder zurück. Weil das ist nicht der, den ich brauche. Ich brauche nur den richtigen Weg und dann läuft's. Aber was ist der richtige Weg? Das ist die Frage. Weil das hier war gerade wirklich Quatsch. Also, ich glaube, der Weg müsste noch ein bisschen mehr als Weg, Trampelpfad irgendwie so ein bisschen besser erkennbar sein. Und dann ist es auch richtig. Aber ich glaube, der war es nicht. An sich kann ich ja auch noch ein Stück geradeaus laufen. Das ist ja nicht das Thema.
Das Thema ist nur, ich will nicht zu weit laufen. Ich will diesen Weg nicht verpassen, weil sonst komme ich in die Schlucht und dann mache ich nochmal extra Wege.